Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Läuft der eiskalt durch mich durch. In der letzten Folge haben wir den Brachydios erledigt, oder Brachydios. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, sagt es mir. Und wir haben wieder eine neue dringende Quest. Anscheinend soll die Maske von Kayamba, also diese uralte, die ultimative Maske hier, irgendwie einen Zinokre heraufbeschworen haben. Ich fress mal, während ich hier alles erkläre. Und ja, ich soll vielleicht mal gucken, was das wie ich ist und was es macht, bevor ich irgendein Gericht hier aussuche. Wo ist das hier? Reißzahnwieber, deren Körper von Elektrizität. Ach ja, Elektrizität. Dann habe ich doch ja was Gutes. Ja. Die komische Maske hat jetzt einen Zinokre heraufbeschworen und das müssen wir natürlich bekämpfen, weil wir sind Monster Hunter, wir Young Monster. Es schmeckt erstklassig. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon nach dem Part hier irgendwie die Aufnahmesession beende. Jamba, Maske, die Kayama gestohlen von Rathaus, zeigt seltsame Reaktion. Kayama führt wie Schockkraft. Glaubst du, Elektromonster seien in der Nähe? Jamba zeigt Unglücks, ultimative Maske aufsetzen, Schock zu suchen. Ja, ich will ja den Schleimangriff erlernen, okay. Soll ihn ja die Unglücksmaske geben. Das wäre so eine Pharaonenmaske. Chacha, Kayama gesagt, Unglücksmaske reagiert auf was? Na und Chacha Wichtiges zu tun hat. Chacha, ernsthaft. Chacha braucht Unglücksmaske nicht. Nicht ehrlich. Alompa, bla 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 bla. Chacha, Verbindung zwischen Zinoke, Blitz und Unglücksmaske, bla 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 bla. Ja, ich weiß. Das alles. Zum Glück erzählt mir hier jeder dreimal das Gleiche. Das finde ich ein bisschen sehr doof. So. Mondgeul. Okay. Ich habe gegessen, oder? Ja. Eine Anti-Elektrizität-Gericht habe ich eingesetzt und ich habe sogar Kräuter jetzt mitgenommen. Weil letztes Mal sind mir alle Heilobjekte ausgegangen gegen den Brachydios und ja. Kräuter heilen zwar nicht viel, aber kann ja nicht schaden, wenn ich welche mitnehme. So. Oh, nachts. Okay. Ich wollte erst irgendwie eine Fallgrube oder so mitnehmen, weil, weiß ich nicht, kann ich auch mal versuchen. Aber ich habe keine, ich habe nur Schockfallen und die will ich fürs Fangen benutzen. Ich könnte zwar die Viecher fangen hier, die wir ja bekämpfen, aber ich will die erledigen. Beim ersten Mal sollten die erledigt werden. Was habe ich denn davon, hallo? Okay. Oh, ja, okay. Boah, zum Glück. Kalt oder Heißgetränk habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Zum Glück sind wir hier. Also sehr gut, ne? Zum Glück sind wir hier. Da brauche ich nicht so was. So, wo ist das Viech? Ein Reißzahnbibern. Die Reißzahnviecher hier sind sowieso irgendwie nicht so stark, aber ich konnte die Quest nur freischalten, nachdem ich den Brachydios erledigt habe, also glaube ich nicht, dass der Gegner hier schwächer ist. Aber ich habe Anti-Elektrizität gegessen. Also komm her. Schön. Okay, wie sieht schon mal respektvoll aus. Es ist nicht so groß. Das ist immer so, das mich beruhigt. Bei einigen Viechern. Du kannst doch nicht stärker sein als ein Viech, das irgendwie explosiven Schleim auf mich schlägt. Mein Gott, ist das schnell. Wo ist er? Rosa, ich habe einfach geblockt. Du bist nicht so groß, du kannst nicht so viel aushalten. Ja. Oh Gott. Oh nein, ich bin gelähmt. Was auch immer dieser Zustand ist. Ich nenne es einfach Leben, Elektrizität halt. Pokémon-Logik so. Ja.
trifft mich aber irgendwie nicht so gut, kann das sein? Schlägt zwar wild um sich, aber irgendwie bin ich nie da. Oh, wie okay, ich glaube, so dieser Lehmangriff hier Zustand sorgt dafür, dass ich eher so betäubt werde, also wie jetzt gerade eben. Ist einfach nur geraten eigentlich, aber egal. Ich werde schon mal abgetrennt, ehrlich. Gut. Ah, da bin ich reingerollt. Oh, danke. Und geh weg. Oh, Kayamba ist am Boden. Ich wollte ihn gerade treten. Wollte mal treten. Oh, ich dachte, du willst umfallen. Ich sehe nichts, Mann. Oh, ich hau ab. Der macht irgendwas, ich sehe doch. Oder auch nicht. Ich dachte, du lässt jetzt so einen Elektrizitätsangriff oder so los. So wissen wir das Ding, was du hinterlassen hast, gerade da. Prioritäten, Leute. Wie man Träne. Ich glaube, der Angriff wird ein bisschen einfacher als der letzte. Ja, viel Glück mit dem Treffen. Bis jetzt hast du... Was? Das sah irgendwie geglitscht aus. Aber können wir mal aufhören? In diesem Gebiet hier zu kämpfen, das ist so kacke. Ich sehe überhaupt nichts. Komm, lass hier kämpfen, Mann. Komm her. Da ist so bescheuert zu kämpfen. Ich sehe gar nichts. Ja, oh, ich fress mal ein Kraut. Ja, auf jeden Fall gerade schon mal abgetrennt. So. Wie, du heilst dich dadurch. Ich greife dich mal an, während. Ja! Das ist ja richtig billig. Der lädt sich auf. Und wenn ich ihn zu nahe komme, dann lässt er ihn Angriff los. Ansonsten macht er gar nichts. Wie billig ist das denn? Bin ja trotzdem noch nicht schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ey. Läufst du so normal? Das sieht ganz schön bescheuert aus. Toll, danke. Okay. Den schaffen wir ja wohl. Ist ja kein Ding. Alter. Alter. Boah, bevor ihr mir auf den Nerven geht, ne? Ich finde das so schwachsinnig, wie die umfallen. Ich finde das immer so schwachsinnig. Ich habe mich irgendwie am Pumba aus König der Löwen, ey. Wird so cartoonmäßig. Passt hier irgendwie nicht rein. Okay, eigentlich schon. Monster Hunter, irgendwie ist ja alles so cartoony. So dafür. Wap, wap. Tut sich auch so schnell. Ich mach mal die Dinger an. Bringt's bestimmt auch. Alter, wie ist der denn aufgestanden? Direkt angegriffen hier. Ja, wenn ich hier so am Taumeln bin, dann geht dieser Zuschauer auf jeden Fall weg. Also ist das nur dafür, dass ich irgendwie am Taumel. Oh, danke Autoblock. Ist aber cool, das Viech. So vom Design her, finde ich. Bachidios fand ich auch cool vom Design, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der ist irgendwie ein bisschen cooler. Oh, was? Als Maul! Au! Okay.
Jedes Mal, wenn du jetzt irgendwie sowas machst, ne, hau ich einfach vor dir ab. Was hältst du davon? Oh, sehr gut. Habe ich den seine Dinger darum kaputt gemacht? Geil. Wir sagen, du kannst jetzt keine Elektrizität mehr machen. Oh, fressen wir mal ein paar Kräuter. Du. Hau du bloß ab, ne, wenn du auf mich zukommst, ne. Ist ja eine Lachnummer. Als Gegner. Ich meine, der macht nicht mal irgendwie richtig viel Schaden. Er ist einfach nur schnell. Das ist eine dringende Mission, ehrlich. Warum ich mal das Viech irgendwie mit der Maske auch zu tun hat. So, du frisst. Ja, du frisst. Oder auch nicht. So, deinen Schwanz, den schnapp ich mir jetzt. Eine Waffe sieht so kacke aus. Ja, ich hau ab. Chacha, geh weg von dem. Ja, du darfst ihn angreifen, ne? Aber ich nicht. Warte mal, ich gehe mal hier hoch. Was machst du jetzt, ne? Schaut man, wie in Dark Souls nicht irgendwie so einen Sprungangriff aufmachen kann. Weil das ist, wenn ich jetzt einen Schützen gehabt hätte, ne? Hätte ich den von da aus die ganze Zeit abbeiern können. Er hätte nichts machen können. Also was hier? Ich hab's riskiert. Ha! Ich hab gewonnen. Er ist gleich so weit von ab. Mit dem Ding irgendwie Schwänze abtrennen ist voll einfach mit der Waffe. Und nur was passiert, wenn ich irgendwie. Oh nein. Okay. Ich dachte schon, der hat er kaputt gemacht hier. Ja, irgendwann hat er kaputt gemacht. So ein Dingens hier, so ein Vogel. So, die Dinger mache ich mal ja, ganz schnell kaputt. Ach ja. Ja, so einen krassen Aufsteh-Animation. Ha! Dafür, dass er so schnell ist, ne? Trifft er mich fast gar nicht. Ich sag keine an. Ja, okay, das. Boah. So. Oh, verdammt. Oh, die Dinger wieder. Was? Wie ist der denn jetzt aufgestanden? Einfach so plopp. Ich stehe jetzt. Au. Also was hier? Ich esse jetzt einfach hier. Du kannst nichts dagegen machen. Weil du kommst ja nicht hoch, ne? Ich komm echt nicht hier hoch. Noob. Ist. Ey. Meine Kräuter wieder alle weg. Boah. Ja, da habe ich ein bisschen spät reagiert. Oh, ich bin vor seinen Schwanz. Bams. Oh, ab mit dem Teil, verdammt. Ich will es unbedingt abtrennen. Warte. Boah, stimmt, ich darf ja da auch nicht nah genug an dem heran. Bis jetzt habe ich nur 10 Kräuter verballert. Also ja. Den Kampf habe ich sowas von gewonnen. Ich dachte, ich hätte seinen Schwanz jetzt abgetrennt. Ah, deine Elektrizität ist putt.
Warum hatte ich jetzt Angst, dass die Bienen mich hier so angreifen? Ist der erschöpft? Ich glaube nicht, ne? Wir gehen mal. Wir sind vier. Ich tue mal einen Farbball auf den werfen und dann gehe ich mal zum Lager und tue mir meine Sachen ab. Gute Idee, guter Plan, ne? Hier, frisst das. Ja. Hat er schon Anlauf genommen, als bevor ich überhaupt an dem vorbeigelaufen bin. Was ist denn das? Ich bekomme bestimmt nur so wenig Scham, weil ich hier dieses Anti-Donner-Gericht gegessen habe, ne? Das ist der einzige Grund. So, ich brauche mal echt irgendwann eine bessere Rüstung. Die Bauaufrüstung ist jetzt nicht mehr so aktuell. Finde ich. Eine Fallgrube, ey! Was für ein Zufall. Ich wollte eine mitnehmen und jetzt kriege ich eine. Da. Mein Gott. Toll. Aber den haben wir in der Tasche, den haben wir bestimmt in ein paar Minuten schon erledigt. Okay. Alles voll, alles Wunderbärchen. Fallgrube setze ich am besten ein. Wenn er das Gebiet nochmal wechselt, weil ich kenne das doch. Ich habe irgendwie eine Falle platziert. Dann haut er direkt ab, das ist mir offscreen passiert. Kotzt mich so an. Findest du irgendwo? Da bist du. Hi. Er hat schon wieder Elektrizität. Nochmal. Ich habe vergessen, meine Waffe zu schleifen. Och. Hol du was ab, oder? Was ist mit dem los? Keine Ahnung, der hat irgendwie keinen Bock mehr. Denkt sich auch so, ach Gott. Ma. Ach man, blöd. Ich glaube, das Schweinviech da hat gerade was von dem kaputt gemacht. Danke. Jetzt hat er wieder seine Blitzdinger da. Seine Stacheln. Na komm. Das Ding hat wieder aber auch viel aus, ne? Der Schwanz. Oh Gott. Dieses blöde Viech, ne? Meinst du, hier in so einen Kampf für einmischen zu wollen? Was? Das war ich nicht. Egal. Ich soll vielleicht auf den Schwanz gehen, während der so am Boden liegt, aber okay. Hey, geil. Er ist umgefallen. Komm, ich tue ihn nochmal umfallen lassen. Ich hätte witzig gefunden, wenn er jetzt nochmal umgefallen wäre. Jetzt wechsle meinen Screen. Vielleicht brauche ich auch nicht mehr eine Fallgrube einsetzen. Dann ist er schon tot. Fallgruben bringen nichts gegen tote Monster. Gerd, euch, du hast gleich hier irgendwie platzieren und der haut direkt ab. Den Schwanz nicht ab, Mann. Ich treffe den die ganze Zeit. Und er geht einfach nicht ab. Danke. Kayama wollte auch noch mal draufhauen, habe ich gesehen. Chacha hat mich voll oft offscreen irgendwie
geschlagen, nachdem ich von der Betäubung hier schon befreit war. Ich komme da so zu mir und dann kommt er noch und haut mir eine rein. Respektlos, das Viech. Oh, der macht den alle. Oh mein Gott, ich krieg das Ding einfach nicht ab. So, jetzt aber. Volle Konzentration gegen das Teil. Jawohl. Habe ich noch nicht mal geschnitten, ich einfach nur dagegen geschlagen. So. Zinogre Schweif. Da lag noch irgendwas her damit. Ah ja. Ah, jetzt mein Feigenes, ne? Oh, danke. Kann ich hier wenigstens heilen? Oh, danke, ich komme nicht wieder ein. Ja, echt nett. Hat er gerade das Haus da abgerissen? Hier stand gerade noch ein Haus. Irgendwas erkunden. So, jetzt nur noch auf dich drauf. Wahrscheinlich kann ich irgendwie was noch kaputt machen von dir. Deine Krallen oder was weiß ich. Diese Reißzahnviechern weiß ich irgendwie nie, was ich abtrennen kann. Das ist ein Schweif. Oh, danke, Autoblock. Ich dachte, er macht seinen Aufladeangriff. Ja. Blocken. Mache ich jetzt auch irgendwie öfter, habe ich so ein Gefühl. Und so schon wieder mit dem Angriff. Alter, ihr trifft mich nicht damit. Okay, der haut ab und ist immer noch voll frisch, habe ich das Gefühl. Warte, gleich nicht mehr. Jetzt kriegt er auf die Fräse. Heiner. Dann komm mal her. Der da auf reinfällt. Los, komm her. Komm her. Komm her. Nein, der bricht das echt nicht. Boah. Nein, das gibt's doch einfach nicht. Warum konnte ich die Geste ja nicht abbrechen? Das ist doch so was von Kacke. Den so viel Schaden machen können. Dann tut er auch noch wegspringen, nachdem ich meinen super aufgeladenen Angriff hier mache. Das hat einen Dreck, da benutze ich einmal eine Falle und dann geht alles nach innen los. Wir sind wieder hier, merke ich gerade. Oh Gott. Ja, ich habe ja noch Tränke. Mir geht doch kein Jammer los. Los, der hat deine Maske hier. Die ich irgendwie kirre mache oder anziehe oder was weiß ich. Getroffen. Es war nur so mit der Spitze gestreift, aber egal. Getroffen. Und ja. Schon wieder. Boom. 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 Und das war nicht so lange, verdammt. Ich habe das jetzt gleich kaputt. Ha. Oh Mann. Damit nicht, der ist immer noch nicht erschöpft. Der sieht immer noch nicht kaputt aus. In der Bewegung, ja.
Will denn bei dem erkennen, ob man ihn fangen kann oder nicht? Ja, lass ins Wasser gehen, ne? Da leitet hier natürlich Elektrizität. Ich habe was am Gesicht kaputt gemacht. Bams. Ich schleife hier voller Zufriedenheit. Das kannst du mir mal glauben. Wieder umgekippt, geil. Schon wieder irgendwann abgetrennt, glaube ich. Guck mal ein bisschen hier hin. Sehr gut. Mal. Kleinen Schritt näher. Nein. Bam. Oh Gott. Okay, lass mich. Stell mal vor, jetzt alle, die im Wasser sind, hätten jetzt Schaden bekommen. Wäre ja irgendwie logisch, ne? Untödlich. Ich glaube, jetzt ist er kaputt, beinahe. Genau, geh mit deinem Elektrokörper unter einem Wasserfall durch. Das ist bestimmt nicht schmerzhaft. Ich sehe überhaupt nichts. Aha! Das habe ich gesehen. Ist das eigentlich für ein Angriff, oder sich selber auf die Schnauze legen? Oh nein. Oh Gott. Oh nein, ich darf mich, glaube ich, nicht näher an, während er macht. Ja, genau deswegen. Oh Gott. Ein Bild für die Götter wieder. Nein. Oh Gott. Will ich meine Belohnung hier kürzen, hallo? Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel Geld. Ich habe die ganze Zeit Erntetouren hier gemacht. Im Vulkan wegen Rostscherben und Anti-Drachenwaffen. Da habe ich die ganze Zeit Amulette. Amulette kriegst du auch wie blöde da. Habe ich einfach unbrauchbaren verkauft immer. Habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 3000, 4000 Zenny immer bekommen. Voll gut. Oh, ein bisschen näher. Oh. Alter, du bist gleich Geschichte. Oh nein. Okay, ich dachte, er wird sich aufladen. Ach Mann! Versteckt mich immer so um Zentimeter. Oh geil. Haha. Entweder Shacha oder Kayama einmal so zugeschlagen. Und dann ist er weg. Sehr gut gemacht. Was haben wir denn hier? Zinnot Elektrofell. Zinnokre Elektrofell, nehme ich an. Oder ein Elektrofell aus Zinn. Zinnokre Rückenpanzer. Elektrofell aus Zinn. Ey. Wie glückliche Familie hier. Gib mir mal euer Zeugs. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Ich dachte, da kriegt man was Besonderes immer. Anscheinend nicht, ne? Monsterbrühe. Okay, das ist nützlich. Das kann ich nur wieder mal gebrauchen. Ich weiß zwar nicht mehr für was, doch für die Drachenwaffen, genau. Die brauchen oft Monsterfluid oder Monsterbrühe. Halbe Stunde, mein Gott. Die Kämpfe werden nicht kürzer. Ich muss unbedingt neue Imba-Waffen haben. Aber finde ich, ich habe schon starke Waffen.
Snokre Jaspis. Klaue, glänzendes Amulett ist wahrscheinlich wieder nur Müll. Schätzen. Artillerie, was soll ich damit? Nacht im Mondschein, Snokre leben. Solange nicht irgendwas plus 10 hat, bringt mir das eigentlich nichts. So, was haben wir jetzt? Oh, er kommt wirklich eine Cutscene, habe ich mir schon gedacht. Okay. Hey, Lakai, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Hast du Maske gesehen? Zeigt starke Reaktion bei Snokre-Jagd, wurde glänzend. Klammer folgen, das schockierende Macht hat, um Maske irgendwie zu verändern. Schade, das heißt, das hat aufgehört. Vielleicht war nicht genug Schockierenergie. Wenn Kerma hätte stärkere Schockkraft, dann vielleicht könnte Maske wieder machen, wie sie war. Nur sie sehr ruhig. Also Kerma glaubt, es bedeutet, dass kein schockig Monster in Nähe. Müssen noch stärkere finden. Unglücksmaske verbessert. So, du sagst mir jetzt wahrscheinlich wieder genau das gleiche. Chacha weiß, wovon er spricht. Keine Verbindung zwischen Zinogre Blitz und Unglücksmaske gibt. Chacha nie irrt. Dann glüht Maske, halt, das natürliches Phänomen, Gas aus Sumpf, Alarmpark, Unglücksmaske sicher für Kayama. Chacha riskiert Kopf und Kragen, um neue Maske Alaka zu machen. Zeit für Chacha neues Material zu sammeln, Zeit für Lakai sich aus Weg zu machen. Wat? So, und Snokre ist erschienen, ne? Wir haben wieder nachts, bla 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 bla. Tag, Nacht, ja. Tag, Nacht. Ich sehe trotzdem immer nur, wenn ich mal hier reingucke, entweder Großjagi und Kuropeko. Das ist jedes Mal, was ich da sehe. Also, was sollen diese ganzen Monster? Wie bitte, die Maske hat auf den Donner des Sinogre reagiert, aber er hatte doch nicht genug Saft. Boah, diese Schakalaka-Lümmel sind schlauer, als sie aussehen. Wenn der Sinogre nicht genug Donner abgeben kann, was dann? Unser Freund, der Lagiakros, hat diese Kraft nicht. Aber, du denkst doch nicht... Oh Gott, eine Unterart von dem, ne? Mich tritt ein Abdonov. Die Unglücksmaske der Kerlchen hat auf den Donner der Bestie reagiert und geleuchtet. Dann ist sie sofort wieder erloschen. Mist, wir hätten so beinahe geschafft. Wir waren so nah dran. Ja, wenn wir nur ein Monster finden können, das ein Donner stärker als der ein Snokre ist. Aber leider, so eine Bestie wäre echt fürchterlich. Wir sollten vorsichtig mit unseren Wünschen sein, hm? Naja, ich selbst würde sie ja nicht jagen, aber trotzdem... Was soll's, dies ist nicht Zeit für theoretische Schrecken und für frühes Herzrasen. Du kannst nicht einfach mit dem Jagen aufhören, nur weil du Angst hast. Pah! Wenn du so weiterjagst, findest du einen Weg, um die ultimative Maske wiederherzustellen. Ich fühle es. Mach weiter so, jage und jage. Ich bin sicher, die Teile werden sich zusammenfügen. Also dann, Quest. Und wir haben hier das letzte anscheinend freigeschaltet. Azurner Angriff. Jage einen Azurnen Rathalos. Jage einen Sandbarioff. Ja, geil. Agatsuka. Kuga. Weiß ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der auch neue? Nö. Ja, ich bin wieder auf Screen beschäftigt. Ich hab Gefühl, ich muss hier noch... Ja. Okay, ich werde dann wieder auf Screen alle möglichen... Weiß ich nicht. Gucken wir mal, wie die neuen Waffen aussehen. Ich bin jetzt langsam gewöhnt, dass die Quests so lange dauern. Thronräubersturm. Lila. Was? Ist das lila? Ja. Das ist ein ganz kleines Pfützig im Blau und dann kommt lila direkt. Ich finde das Design von einigen Großschwertern echt kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen, die sehen immer so komisch aus. Ich möchte so eine, oder von den Katanas auch. Ich hätte gerne so eine schlichte Katana einfach, aber die sehen immer so komisch aus. Ich meine, guck dich da meine an. Ja, das ist doch mal eine coole Waffe. Das auch. Da kommt sowas. Das ist auch cool. Geht so das auch. Das sieht wieder komisch aus und das sieht cool aus. So, egal. Ich werde offscreen versuchen, Elstendrachenblut zu kriegen, damit ich diese Waffe noch verbessern kann. Und ja. Dann, weiß ich nicht. Bin ich hoffentlich schon ein bisschen besser vorbereitet, weil dann habe ich die, weiß ich nicht, schon wieder eine sehr viel bessere Waffe. Ich weiß gar nicht, wie stark die dann wird. Ich glaube, die Cerados-Waffe kann ich irgendwie aufballern bald, ne? Ja, auf 1008 geht die dann. Die geht auf 864. Also wird langsam schwierig hier, mich zu entscheiden. Aber dafür brauche ich
Agnaktor, Klaue plus. Panzerschocker plus. Okay. Okay, da könnte ich eigentlich kriegen alles. Egal, werden wir ja sehen. Ich werde mich auf jeden Fall wieder ein bisschen vorbereiten für die nächsten Parts. Und wir sehen uns dann, wenn ich hoffentlich nur noch die ganzen, weiß ich nicht, neuen Quests hier übrig habe. Also ob das passieren würde. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.